willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Schwatzingen 2. Ist der Baumstamm da hinten? Weiß nicht, ist er weg? So, wir sind weiter dabei, hier die letzten Stämme abzufahren, bevor sich sehr wahrscheinlich eine Neuerung bei uns eintut. Aber wenn ihr das sehen wollt, bleibt gerne dran, schaut gerne täglich um 16 Uhr auf meinem YouTube-Kanal rein. Dann seht ihr immer die neueste Folge von unserem RP-Projekt. Ich muss jetzt hier die Stämme noch abfahren, dass ich den Auftrag beenden kann. Der Harry Hofer hilft mir beim Abfahren. Ich hoffe, ich kipp nicht um. Damit es ein bisschen schneller geht. Der kriegt natürlich von mir dann eine Gutschrift. Wie viel? Schauen wir mal. Ich habe eigentlich mit ihm ausgemacht, dass wir nur 20% von der Stadt kriegen. Wir kriegen aber jetzt 30%. Also jetzt muss ich mir überlegen, gebe ich ihm wirklich die 15% oder gebe ich ihm doch nur 10% von dem, was wir kriegen. Ich bin eigentlich der Meinung, ich gebe ihm nur 10%, weil er hat auch später angefangen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Ladungen abgefahren und er erst eine. Und ich habe auch noch kein Geld von ihm gekriegt. Ich glaube, das ist seiner hier. Warte mal, ich rufe den mal gerade an. Nanu, hä? Achso, Telefon hängt, Bruder. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Hallo? Ah, Harry. Wo bist denn du umgekippt? Unten bei dem leeren Hof, der so alleine ist. Ja. Ah, da bin ich gerade an deinem Hänger vorbeigefahren. Ja, ich habe ihn abgestellt. Da wieder Incoming Message. Okay. Gut. Bis dann. Ciao. Naja, der hat 2 Telefone am Start, ey. Eieiei, der fährt hier aber auch. Scharfen Zahn, ey. Zum Glück ist der Polizist zurzeit auf Fortbildung. Mit dem sein Klingelton, der nervt mich auch. Den muss ich mal umstellen. Hallo? Volker? Ja. Was ist los? Warte, ich muss umstellen. Ich muss seinen Klingelton umstellen. Der nervt mich. Nervt er dich? Ja. Oh, ganz, ganz wenig viel. Du müsstest jetzt gleich bei mir vorbeikommen. Kannst du da gerade den Dings auf. Das gibt's doch nicht. Auf voll machen. Ja, ich hab doch gesagt, ich fahre jetzt zum Sägewerk und dann komme ich rüber. Also. Bin gerade beim Sägewerk angekommen. Muss jetzt noch verkaufen und dann bin ich soweit. Jo, bis gleich. Jo, bis später. Tschüss. Hey, das gibt's nicht. Die wollen alle irgendwas. Ach nee, hey. Die können doch nicht sein. Ach, hallo? Hallo, Varuna. Hallo. Moment, 58, 58, 2, ja bitte. Wegen den Baumstümpfen hier oben. Ah, ja. Ja. Kommen die noch weg oder soll ich die selber weg? Wenn sie können, können sie die auch selbst machen. Stubenfräse oder der Mulcher würde bei mir zu Hause stehen. Okay. Wenn nicht, dauert es eine Weile. Es würden sonst hier oben noch 3 Bäume, weitere Bäume weg. Okay. Dann sägen sie die doch am besten um, aber passen sie auf, dass ich weiß, was da los ist. Okay, passt. Gut, danke, tschüss. Ciao. Ey, Telefon nonstop, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist heute ja Katastrophe. So, jetzt bin ich ja beim Harry, beim Jürgen. Hey.
Jetzt muss ich dem hier den Anhänger beladen. Der hat die noch gar nicht geschnitten, oder wie? Jürgen! Jürgen! Sein Telefonat beendet. Hallo? Hi. Hast du die schon klein geschnitten? Quick. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte. Kannst du die nicht so aufladen? Die haben Überlänge, ey. Willst du einen Strafzettel, dass ich ihn kriege oder was? Das ist egal, ist egal. Nee, du schneidest die Minimum auf halbe. Kannst du ruhig so aufladen? Ich schau. Nein, weg. Ich fahr. Achso, ja, dann ist mir so wurscht. Okay. Ich fahr die weg, du musst sie nur aufladen. Okay, weil dann. Weil das ja nicht funktioniert mit der Technik. Ist dein Ding. Okay. Ja, ja, passt schon. Also krieg ich nicht alle drauf. Nicht? Glaube ich nicht. Die restlichen Fahrzeuge im Wald. Oder stapel die irgendwo oder so. Ich ruf mal gerade den Jonas an, ne? Jo, mach. Warte mal, hier Drohne aktivieren. Ey, das ist kriminell, was der hier macht eigentlich. Das können wir so nicht machen. Mal entladen. Warte mal. Volker, alles gut? Ja, Moment, du hast eine scheiß Ladeposition. Ich muss die ein bisschen verändern. So, dann gucken wir nochmal. Oh, reicht immer noch nicht. Pass auf. Warte. Nein, lass. Ich krieg das hin. Ich kann ja die Position einstellen, wo er lädt, weißt du? Ah, okay. Genau. Och, das kleine Stückchen, das ist aber nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Aber jetzt, da spinnt er ein bisschen. Weißt du, für die Zukunft Bescheid, brauchst du eigentlich nicht zu machen, wirklich. Ja, das sind die kleinen Stämmchen. Bei denen geht's. Pass auf. Ja, fahr. Weil dann kann ich das hier nämlich wegfahren, weil ich baue hier unten noch zwei Hallen hin. Für was brauchst du denn die? Externes Bauhof und Maschinenhandellager. Ah, okay. Ja, ist ein bisschen doof, gell, immer so weit zu fahren. Ja, erstens das und zweitens, wenn hier fertige Reparaturfahrzeuge sind, muss ich immer hier vorne auf dem Parkplatz oder so parken. Dann steht da immer alles voll, je nachdem wie viel das ist. Mhm. Dann kann ich die hier in so eine Halle reinfahren, wenn da zum Beispiel ein Gabelstapler oder so ist, die haben ja kein Dach. Oder dahinter ist ja noch so ein kleiner Platz dann. Kann ich sonst auch dahinter. Ja. Sonst immer doof. Ja. Da hinten hat man einen Stamm. Eine Ästchen dran. Da liegen nur ein paar rum. Sind schon viele, ne? Hier unten. Ja, ist eine Menge. Also hier hinten ist auch noch einer. Ich trag dir den mal rüber. Wir wollen nicht. Ah, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Dann schiebe ich die hier hinter meine Halle. Das ist bares Geld, Junge, was da auf dem Boden liegt. Ah, die 2000. Ja, 2000 oder haben oder nicht? Baum bringt hier. Und wenn das Holz vergammelt, ist sowieso nicht gut. Dann musst du auf den Bürgermeister aufpassen. Dann zickt der wieder rum. Oh, guck mal hier, dann. Deshalb geht es nicht, da muss noch Ästchen dran. Bei Ästchen? Ja. So. Okay, das ist gut.
hier hinten, ob hier noch was liegt. Oh, hier hinten ist alles grün dann. Noch die zwei. Oh, mach ich gleich. Geht ja doch alles drauf, hätte ich nicht gedacht. Es sieht mehr aus, als es ist. Auch hier weißt, weißt du, jetzt hat mich vorhin der Knoll angerufen, ey, müssen noch mal drei Bäume weg. Ey, gibt's ja nicht. Was die hier an Theater machen. Ah, anderes Telefon klingelt, muss auflegen. Ciao. Jo. Hallo. Hallo. Ich bin schon. Oh, der Knoll schon wieder. Ja. Ich hab die drei Bäume jetzt selber umgesägt. Hm. Wo ist denn ihr Mulcher, den sie gesagt hat, dass sie den beim Hochstehen haben? Oh, verdammt. Der steht, glaube ich, noch beim Sepp. Ich glaube, der steht beim Sepp. So ein weißer. Biobelz. Hallo? Okay. Ja. Nein, tut mir leid. Falsch geleitet. Kein Problem. Okay, ich komme jetzt hoch und hol die Stämme. Merci, Volker. Ciao. Hatte ich eigentlich an Sie schon Geld überwiesen? Wegen den Bäumen? Ja. Ich glaube nicht. Dachte, ich hätte vielleicht also ich schon keine, 44 überwiesen. Ich habe nichts gesehen. Okay, gut, dann muss ich das noch machen. Ich habe es mir notiert. Ich fahre gerade ungefähr mit einer Viertelmillion. Das gibt's nicht. Ciao. Telefon klingelt. So. Hallo? Hallo. Ich schmeiß mein Telefon nachher im Wald weg, das verspreche ich Ihnen. Es geht darum, der Herr Neumann hat ja mit Ihnen vereinbart, dass das Feld abgeerntet wird. Ja. Ja. Und genau in diesem Moment ist das Feld verdorrt. Es kann ja nicht wahr sein. Sprich, das Feld ist verdorrt. Okay, gut, bis später. Der Neumann soll mich mal anrufen, bitte. Danke, tschüss. Okay, ciao. Schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Der Umstände entsprechend. Soll mich anrufen, dringend. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Alter, für was ist das ein Lohnunternehmen? Die sind nicht fähig. Hier ordentlich zu arbeiten. Wie soll ich mich denn um die ganze Scheiße selber kümmern? Bäume fällen und noch und nöcher, alle wollen irgendwas von mir haben und dann kriegt. Alle, das sind Lohnunternehmen, die kriegen ihre Aufträge nicht gebacken. Ey, da werde ich krank, ey. Gibt's ja nicht. Ah, super, wenigstens hat der Knoll hier schon alles entastet. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Ja. Ich sollte Sie anrufen. Ja. Moment. Ah, hier. Was machen wir jetzt? Mit den verfaulten Dings. Ja, logisch. Mit was denn sonst? Mit Ihrer Oma will ich nichts machen. Wissen Sie, Sie sind Lohnunternehmen. Sie müssen doch Ihre Aufträge auf die Reihe kriegen. Ich habe Ihnen die Felder überlassen zur Bearbeitung und zur Bewirtschaftung. Jo. Dass mir dabei natürlich jetzt auch wieder Geld durch die Lappen geht, das nervt mich auch. Aber ich habe es ja gemacht, damit Sie eigentlich genug Ressourcen haben, um Ihre Produktion am Laufen zu lassen. Ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Ja. Ich könnte Ihnen anbieten, zwar die Felder, wenn die wieder Kalk benötigen, dass die zweimal kostenlos gekalkt werden. Okay, haben sie zu viel Kalk oder was? Das ist mein Angebot. Ja,
Mein Angebot wäre, sie säen jetzt kostenlos an. Das können wir auch machen, ja. Okay. Was säen Sie an? Was wollen Sie ansehen? Irgendwas, was Geld bringt. Kennen Sie sich am... Oder was brauchen Sie denn? Es geht ja immer noch darum. Das Feld ist ja schon noch Ihnen so mehr oder weniger überlassen. Ich könnte Ihnen vorschlagen, weil ich noch Getreide brauche. Und Hafer bringt am meisten Geld von den Getreidesorten, dass wir Hafer ansehen. Dann bekommen sie auch nochmal zusätzlich Geld. Okay, ja, dann machen wir das so. Dann pflanzen sie Hafer an. Gut. Okay, gut. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Bitte natürlich, also behandeln sie die Felder wie ihre eigenen. Zweimal düngen, Unkraut, was halt notwendig ist. Okay. Gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ey. Was heute das Telefon geklingelt hat. Nein. Aufladen. Was heute das Telefon geklingelt hat, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut auch auf jeden Fall morgen wieder um 16 Uhr rein. Bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.